Aufnahme ist beendet, Spiel ist gespeichert. Sehr gut. Also Aufnahme ist jetzt auch schon wieder neu gestartet, ihr seht's ja. Noch ein Macholo. Okay, cool. Dann wird jetzt noch kurz eingesammelt, was hier rumliegt und dann geht's aber mit Karacho zurück. Wobei ich am liebsten Hytera noch nicht im Team hätte, weil es einfach so ein hohes Level hat. Ich meine, es wäre halt sinnvoll, wenn die anderen Pokémon so einigermaßen im gleichen Level sind. Ich glaube, wenn wir das Hytera dabei haben, ist das Elite? Brauchen wir nie wieder Angst haben. Es ist nicht Elite, aber es will uns angreifen. Wir sollten uns da nicht runterhauen lassen, ansonsten wird es echt fallschadenmäßig tot. Nehmen wir das mit. Gleich sind wir bestimmt auch wieder out of fight. Hoch da. Okay, wir sind wieder out of fight. Sehr gut. Hier liegen auch keine weiteren Items. Ich glaube, das Simsala wäre dann auch noch zu hoch im Level. So, das noch weg. Händlern, genau hier. Eigentlich möchte ich etwas verkaufen. So. Nö. Ja. Sind auch nicht sonderlich teuer. Und Nugget haben wir auch zum Verkaufen. Wir werden mal hier alles los von den drei Items. Und kaufen dafür vier. Wahrscheinlich vier Taschen. Plätze. So, mal gucken. Hytera und Vonera. Das ist schon ganz cool. Garaborn. Ah, wir haben Käfer-Pokémon. Okay, und das war voraussichtlich Taschenplatz Nummer 5. Ja, ich denke, mit den Sternen sind wir so weit voraus, dass mir das eigentlich erstmal relativ egal ist. Wichtig ist die Kohle. So, wie ist das jetzt? Oh, hat Neues. Zentnerballset. Oh nein. Das ist doch mit Sicherheit ein Ball, der noch schwerer ist als der Schwerball. Ja. Voll begeistert. Ach ja, stimmt, das Ding, ja. Toll. Das Ding ist ja, wir müssen es kaufen, damit er neue Waren kriegt. So, wie ist das? Haben wir genug? Wir brauchen 1000. Ja, cool. Cool, ich freue mich. Anwendbar. Keine Salatbar, keine Saftbar, eine Anwendbar. Zyklor! Kerox! Coole Socke. Aber bevor wir uns Taschenplätze kaufen, sind mir tatsächlich Attacken dann auch doch wirklich erstmal noch wichtiger. Hi. Ah, okay, sie hat noch mehr. Ja, sehr gut. Attacken beibringen. Gut, dann gehen wir nochmal durch, wenn sie jetzt noch mehr Attacken beibringen kann. Hyperstrahl.
Das wäre natürlich schon cool. Wir haben gesehen, wie mächtig der ist. Stärke 120, das ist der Wahnsinn. Physisch, physisch. Stärke 70, das Ding's besser. Physisch, ja, sehr schade. Alles physisch. Speziell. Nee, ich glaube, da finde ich die Bürde besser. Ja, also eigentlich ist Hyperstrahl so das Einzige, was wir ihm beibringen können. Der Rest ist physisch und damit Müll. Jupp. Ja. Okay, schauen wir mal, was Kilia so können kann. Oh, oh, das ist eine Auswahl, aber Psychokinese. Sehr gut. So, Eisstrahl, cool. Donnerblitz, ja. Auch cool. Bugball. Alter, so viele Wahnsinnsattacken. Das ist ja krank. Ja, das ist mal eine Attackenvielfalt. Da weiß ich gar nicht, womit Kilia am Ende wirklich rumlaufen soll. Aber vielleicht wechseln wir auch ab und an mal durch. Vielleicht, wenn wir vor einem Elite-Pokémon stehen. Ach, es ist auch vom Typ Fee. Okay, alles klar. Das war mir neu. Ich habe gedacht, das wäre nur Psycho. Okay. Auswählen. So, mal schauen. Speziell. Gigastoß. Der Anwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an. Ja. Speziell. Schade. Kreuzschere. Ich glaube, da haben wir... wie heißt das noch gleich? Blutsauger, was genauso stark ist. Es hat zwar keine hohe Volltrefferquote, aber ganz ehrlich, davon merkt man jetzt auch nicht viel. Zen-Kopfstoß, das wäre doch auch was. Ja. Okay, das senkt natürlich jetzt wirklich die Anzahl an Taschen, die wir uns herstellen können. Aber das halte ich für sehr viel wichtiger. Luxtra weiß ich gar nicht mal, ob ich dem noch andere Attacken beibringen will. Senkt eventuell Offensivkraft. Hm. Ja, also die beiden wären schon gut für ihn, aber Luxtra ist eigentlich kein Pokémon, was ich auf Dauer im Team behalten will, aber vorher, na gut, Kadabra haben wir ausgetauscht. Haben wir noch was auszutauschen? Enton würde allenfalls gegen anderes Wasser-Pokémon ausgetauscht werden. Hm. Ja, wir haben gerade keinen Ersatz, ne? Gehen wir erstmal Cherox durch. Stahlstrahl. Okay, das ist mir neu. Der Anwender schießt Stahl, den er in seinem ganzen Körper angesammelt hat, in Form eines mächtigen Strahls ab. Dabei verletzt er sich auch selbst. Aber es ist Wahnsinn Stärke. Ja, leider speziell und deswegen für Cherox einfach nicht brauchbar. Gigastoß ist gut. Lichtkanone, schade, auch wieder speziell. Psychoklinge kann er. Ja. Warum lernt er denn so viel speziellen Kram? Der muss doch auch physischen Kram kennen können. Das ist doch doof. Ich hätte vielleicht schauen sollen, was Cherox, was Sichelon noch lernt, bevor ich es zur Cherox entwickle. Naja, nun ist das so. Psychokinese, schön. Eisstrahl, geil, Hyperstrahl. Ja, Triplett ist auch sehr cool. Ich bin am Überlegen, ob wir das nochmal mitnehmen, im Hinblick auf Elite-Pokémon fangen. Kann man damit eventuell nochmal eine Paralyse bewirken.
Wir nehmen es mal mit. 11.000. Heftig. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so teuer wird. Aber gut, dann wird es halt jetzt einfach nur einen Flaschenplatz. Dann bringen wir den jetzt einfach volle Attacken bei und dann ist gut. Kannst du mir sonst noch irgendwie helfen? Ja, du könntest mir ein bisschen von der Kohle zurückgeben. Alter. Oh, er hat Hydropumpe gelernt. Wann denn das? Uff. Ja, Surfer wäre mir eigentlich lieber. Das ist wahrscheinlich nur marginal schwächer. Hat dafür 100 Genauigkeit. Man könnte auch, aber es hat halt 90 Genauigkeit, ne? Das ist. Schauen wir uns das mal an. Immerhin hat den Nassschweif schon gemeistert. Das ist ja auch gut. Psychokinese hätte ich dann eigentlich, ne, wobei, Eisstrahl hätte ich gern da. Psychokinese hätte ich gern da. Und den Hyperstrahl dort. Jupp. Ja, das ist jetzt schon ein echt heftiges Attackensetup, cool. Oh, er hat Nahkampf gelernt. Eisenschädel. Ach, er kann Sachen. Er kann Sachen. Das ist ja unglaublich. Okay, gehen wir das mal durch. Senkt die Defensivkraft des Anwenders. Ja, ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Cool. Moment, der ist jetzt Käferstahl. Stärke 80 AP 10. Cool. Dann können wir Eros-Ass ersetzen. Ich hätte dann gerne den Eisenschädel oben. Ey, oben. Verschieben Y. Anwender kommt danach schneller wieder zum Zug. Okay. Gigastoß muss eigentlich mit rein. Den Zen-Kopfstoß habe ich jetzt nicht ausgewählt. Ne, konnte er gar nicht, ne? Ja, Nahkampf ist schon heftig. Was wäre typentechnisch jetzt besser? Nahkampf, also Kampfattacke oder Psychoattacke? Nahkampf oder Psychoklinge? Ich meine, Gigastoß können wir irgendwann reinsetzen, wenn wir Trugschlag sehr viel weniger brauchen. Aber momentan nutzen wir Trugschlag noch so oft, dass ich das gern hätte. Komm, wir schauen uns mal Nahkampf an. So. Ja. Cool. So, Gigastoß, Knuddler, Stromstoß, das ist neu. Anwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er erleidet dabei selbst Schaden. Ja. Wann hat er den Knirscher gelernt? Ich habe keine Ahnung, aber ist cool. Knirscher mag ich gerne. Uff. Ersetzen wir Donnerzahn? Ich glaube, den Sturmstoß kennen wir schon und ich habe es nur nicht ersetzt, weil man sich da selber Schaden zufügt. Kann das sein? 65, 85. Ich mag halt keine suizidalen Attacken bei Pokémon. Das ist einfach blöd. Den können wir definitiv ersetzen, so. Das ist schon mal fest. Knuddler haben wir extra gelernt. Und Gigastoß auch.
So, dann bleibt sich jetzt eigentlich nur noch die Entscheidung Donnerzahn oder Stromstoß. Ja, für mehr Schadensoutput wäre natürlich Donnerzahn, wäre natürlich Stromstoß besser. Aber ich glaube, Luxtra hat auch so einen hohen Lifepool, dass er sich das eigentlich leisten kann. Komm, wir machen es einfach mal. Vielleicht ballert er dadurch ja gar nicht so furchtbar viel rein. Speziell. Speziell. Das ist gut. Und das auch. So, Gift und Flug. Das heißt, Giftstreich und Eroas müssten theoretisch erhalten bleiben. Also Giftstreich auf jeden Fall. Eroas lässt sich drüber reden. Ich meine, das wäre natürlich in einem Raumzeit-Dings gut. Aber dann können wir es dafür speziell eigentlich auch noch mal ändern. Ja. Ein Zen-Kopfstoß ersetzt den Biss. Ich denke, damit ist X-Bad ganz gut aufgestellt. So, Kirli, ja, das wird jetzt echt spannend. Also, Psychokinese ist Pflicht, das steht fest. Zauberschein. Der Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der dem Ziel Schaden zufügt. Ich habe schon wieder ganz vergessen, dass es jetzt auch vom Typ Fee ist. Das bedeutet, es braucht dann natürlich auch eine Attacke vom Typ Fee. Das heißt, Zauberschein ist auch Pflicht. Okay. Ich hätte ganz gerne eine Pflanzenattacke dabei. Das wäre dann die einzige Pflanzenattacke, die wir dabei haben. Deswegen kommt Zauberblatt auf jeden Fall erstmal rein. So, Geistattacke hat Enturon, hat unser Tornupto. Spuckball wäre jetzt gerade nicht ganz so extrem wichtig. Donnerblitz hat unser Luxtra ja nicht mal. Der hat eine andere. Und Eisstrahl kann Enturon. So, die sind beide so extrem vielseitig, dass sie einfach der Wahnsinn sind. Aber wegen der Paralyse nehme ich erstmal Donnerblitz mit rein. Aber mal schauen, da muss man im Bedarfsfall dann nochmal irgendwie ändern. So, der hat Hyperstrahl gelernt. Hitzekoller, okay. Stärke 110, Genauigkeit 90. Oh, er hat auch Spuckball. Was ist das denn? Phantomparade. Angriff mit unzähligen Feuerkugeln, der dem Ziel eventuell Verbrennung zufügt. Doppelt so stark gegen Ziele mit Statusproblem. Okay, das ist ja noch geiler als Bürde. Weil es selber verbrennen kann. Aber Spuckball ist natürlich auch der Wahnsinn, ne? Oh, schwierige Entscheidung. Ich meine, ich habe jetzt Hyperstrahl beigebracht, das heißt, Hyperstrahl kommt erstmal rein. Ein Flammenwurf ist so stark, dass es bislang eigentlich gar. Flammenwurf da. Dass es bislang gar kein Upgrade bedarf. Auch wenn die Stärke 110 natürlich der Wahnsinn wäre. Aber es braucht es einfach nicht, deswegen nehme ich, glaube ich, die beiden Geisterattacken mit rein. Erstmal. Mal schauen. Vielleicht bauen wir Hitzekoller dann irgendwie nochmal ein. Statt, weiß ich nicht, Phantomparade oder so. Ich glaube, erstmal ist das ziemlich gut. Ich glaube, mehr AP sind aktuell erstmal vielleicht wichtiger. Okay, viele neue Attacken, die ganz viel Freude machen.
glaube, damit sind wir jetzt bestens gerüstet, um ins neue Gebiet zu gehen.